Ach Mann, ey, jetzt hab ich. Süß. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen MX! Vloggedy Vlog Vlog hier, ne? Heute geht's mal wieder fahren, ja. Letzte Woche kam kein Video tatsächlich, da es einfach irgendwie beim Fuß noch nicht gut genug ging. Da war tatsächlich auch ein BW-Cup-Rennen in Göckingen, wo ich leider nicht mitfahren konnte. Blöd gelaufen, aber nächste Woche fahre ich auf jeden Fall wieder beim nächsten BW-Cup-Rennen mit. Diese Woche jedenfalls geht's nach Reutlingen, was sehr praktisch ist, denn wie gesagt, nächste Woche das BW-Cup-Rennen, das nächste ist nämlich auch in Reutlingen. Also kann ich heute schon mal ein bisschen mich an die Strecke gewöhnen, Training und so weiter und so fort auf der Strecke fortführen. Wir brauchen jetzt noch circa eine halbe Stunde, ja gut 20 Minuten, bis zur Strecke. Heute ist es nämlich so, auch das Training ist vormittags, ja, also vor allem nachmittags war aber komplett voll schon. Und dann haben wir den Dad jetzt einfach morgens, also vormittags angemeldet. Das heißt, von wann bis wann kann ich fahren? 9.50 Uhr bis 11.30 Uhr irgendwie. Ja, mal schauen, werden so zwei, vielleicht drei Turns, aber ich vermute mal eher so wie zwei Turns, so 20 bis 25 Minuten fährt, genau. Und dann würde ich sagen, fahren wir uns erstmal hin und sehen uns dann gleich an der Strecke wieder. Wow! Also wir kriegen das jetzt hoch. Oh, ah, perfekt, Kamera gerade gegen die Scheibe gehauen. Kamera kaputt, ja. Kamera kaputt. Ja, Auswahl hat man hier. Geil. 9.50 Uhr geht's los. Wir sind 8.36 Uhr da. Man kennt's auf jeden Fall. Die Mäder ist wieder überpünktlich. Ah, alles klar. Boah. Junge, die Sonne. Yo, Freunde, was geht, Alter? Mein Dad macht hier gerade eben so die. Digga. Hat jetzt das Motorrad gerade schon gemacht, ne? Und. Ja, genau. Ich zieh mich jetzt um. Digga, scheiß Tür, Digga. Genau, ich ziehe mich jedenfalls um. Jetzt. Es ist gerade 9.10 Uhr, glaube ich, oder so. Ja. Also geht's auf die Strecke. Digga. Also genau, Strecke sieht eher so ein bisschen sehr glatt, trocken. Also nicht glatt, also gerade. Wenig Löcher. Sieht so aus. Und hart, aber nicht so rutschig. Hart, ne? Genau. Alles ein bisschen nah. Jojo, Leute. Es geht los. Die ersten fahren auch schon. Oh, ist ja nichts mehr. Die Strecke. Ja, da guck. Ja, Mann. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Ich hab so Schmiersalbe auf dem Rücken. Damit, weil ich so ein paar Rückenschmerzen hab. Und ich sag euch eins: Es brennt mir gerade so mein Ohrschlauch weg, Alter. Das ist schon normal. Oh, und mein Rücken brennt so, Digga. Das ist so scheiße. Welcome to my apparition, level it all up.
also Leute, Freunde, ich bin jetzt 2 Turns schon gefahren. Ja, schaut euch doch gern mal diesen wunderschönen Reifen an. Ja, ist einfach jede Stelle ist da ab. Alter, leck mir mal. Was? Ich wurde jetzt über 50 gefahren. Junge, die Strecke ist so hart. Ziemlich rutschig in manchen Kurven, weil es einfach so glatt hart ist. Ja. Aber ja, Mann, der Reifen, der tut mir in der Seele weh. Was soll man da machen, ne? Passiert halt. Mal gucken, wie es dann nächste Woche dann beim Rennen hier auch. Mann, so schnell wie wir da waren, sind wir auch wieder weg. Ah! Oh, oh. Kalle. Ist jetzt fertig. Ja, du bist so unterbelichtet. Wenn du hast. Ja, da geht man wieder um 11.55 Uhr. Schade Schokolade, aber war trocken, aber wild. Ja, Leute. So, jetzt sind wir schon langsam bald daheim wieder. Habe ja auch noch ein paar Starts vorhin gehabt, wie ihr gesehen habt. Und ich kam tatsächlich, trotz dieser Kackreifen, kam ich so extrem gut da raus. Also halt nicht raus, sondern eher bin ich so gut losgefahren. Ja. Jedenfalls, Freunde, war es jetzt hier auch schon mit dem MX-Vlog mal wieder. Zum Glück, letzte Woche kam ja nichts wegen meinem Bein oder wegen meinem Knie eher gesagt. Ne? Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einem neuen Rennvideo. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche Dienstag, 20 Uhr wieder. Liked, abonniert und kommentiert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und bis dann, Freunde. Ciao. Boah, Digga, die Kurve.